In diesem Video geht ein Traum in Mannheim in Erfüllung. Bevor wir dir zeigen, um was es geht, nehmen wir dich mit in die Natur zu unseren Freunden. Wir machten Luftsprünge und zeigen dir zunächst einmal, wie viel Platz unser neuer Tourbus, der großartige Space Camper, für uns auf Tour hat. Und hier ist der Name wirklich Programm, denn endlich haben wir den Raum, den wir uns immer gewünscht haben, um alles dabei zu haben, was wir brauchen. Die Schlange vor dem Kapitol Mannheim wurde immer länger und wir freuten uns schon sehr auf einen unvergesslichen Abend. Bevor wir dich mit in das Konzert nehmen, zeigen wir dir unseren Tag, damit du siehst, wie schön auch die Erfahrungen auf dieser Tour vor und nach den Konzerten sind. Wie du vielleicht weißt, lieben wir es, auf Tour Sport zu machen und uns zu bewegen. Und diesmal ging es in einem wunderschönen Airbnb sogar im Freien. Und natürlich haben wir nicht vergessen zu lachen und einfach Quatsch zu machen. Mit ganz lieben Freunden durften wir die Natur um Mannheim erkunden und genossen unsere Zeit zusammen. Wir sammelten schöne Momente und rahmten sie im Herzen golden ein. Das Besondere an diesem Konzert war, dass ich mir hier einen Traum erfüllt habe, ohne es zu bemerken. Vor vielen Jahren druckte ich mir ein Bild für ein Vision Board aus. Auf diesem Bild war eine Konzertlocation zu sehen, in der ich gerne einmal spielen möchte. Ich wusste nicht, wo sie ist. Und zufälligerweise habe ich am selben Morgen, an dem das Konzert stattfand, dieses Bild gesehen und staunend festgestellt, dass die Location in Mannheim schon sehr nah dran ist. Wenn du einen Traum hast, dann betrachte ihn im Geist voller Hingabe. Fokussiere ihn und freue dich auf seine Erfüllung, als wäre er bereits verwirklicht, während du dein Hier und Jetzt voller Freude und Dankbarkeit genießt. Nach einem wunderschönen Essen mit unseren liebsten Freunden ging es los und die großartige Kiki Cordalis eröffnete mein Konzert mit der fantastischen Tänzerin Verena als Special Guest auf der Bühne. Und dann freuten wir uns auf Mannheim und ein wunderschönes Konzert im Zeichen der Liebe und der Freude. Wenn auch du uns in einer der nächsten Städte besuchen möchtest, schau gern auf der Homepage vorbei und hol dir dein Ticket. Am Wochenende spiele ich in Zürich, in der Schweiz. Und dann folgen schon die großen Theaterkonzerte in Augsburg. Ich gehe auf das Cat & Cow Yoga Festival und auf das Paxtella Musica Festival. Das One Spirit Festival steht natürlich auch wieder auf dem Programm. Wenn du uns in Augsburg besuchen willst, am 11. oder am 12. Juli in diesem Jahr, dann kannst du dich ganz besonders freuen, denn dort gibt es phänomenale Überraschungsgäste auf der Bühne. Neben einem tollen Schweizer Musiker kommt noch einmal Kiki Cordalis. Und ich habe die ein oder andere zusätzliche Überraschung für dich im Gepäck. Es ist eins meiner Lieblingstheater mit einem unfassbar schönen Vibe. Und ich freue mich auf dich, egal wo du uns besuchen willst. Und wenn du da draußen bist, dann vergiss nicht zu lieben. Liebe so viel du kannst, wo auch immer du sein magst, im Zeichen des Gutes.